Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Garnicus. Simon ist auch am Start. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon hier auf dem Tisch, es sind genau zwei neue Produkte am Start. Jetzt von Garnicus Original. Und zwar einmal der Zinkstack und einmal Vitamin C Kapseln. Wir erklären euch jetzt in diesem Video, was wir uns dabei gedacht haben bei diesen Produkten. Denn wenn ihr euch dann mal die Zutatenliste bzw. die Zusammensetzung genau angucken werdet, dann werdet ihr feststellen, Zink, Vitamin C, ich weiß, nicht so spektakuläre Produkte eigentlich, aber wir haben uns doch noch mal einiges einfallen lassen, damit die Produkte eben verträglicher sind und ihr praktisch mehr davon habt, mehr für euer Geld bekommt. Wir fangen mal direkt mit dem Zink, würde ich sagen, an, erklären, was sind hier die Benefits und wie genau setzt sich unser Zink zusammen. Also generell sagen wir immer, wir wollen bei jedem Produkt das Bestmögliche machen. Und da setzen wir wirklich viel rein, um da zu recherchieren, was kann man machen, um sich halt nochmal abzuheben, um nochmal das Bestmögliche rauszuholen. Und beim Zink haben wir uns für genau zwei Formen entschieden. Deswegen heißt es auch Zink Stack und haben noch zwei Bioenhancer eingesetzt, die das Ganze noch besser in der Absorption und der Bio verfügbar machen, sodass man wirklich das maximal Mögliche aus dem Produkt herausholen kann. Wir haben eine Gesamtmenge von 25 Milligramm elementarem Zink und das ist so ungefähr, also das ist genau die Höchstmenge, die wir laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, einsetzen dürfen, um das Tolerable Upper Limit zu erreichen. Das heißt, es ist maximal dosiert und wir haben diese Menge zur Hälfte aus Zinkgluconat und zur anderen Hälfte aus Zinkbisglycinat. Beim Zink-Bisglycinat, wie der Name vielleicht schon andeutet, ist das elementare Zink an zwei Moleküle Glycin gebunden. Glycin ist die kleinste Aminosäure überhaupt. Und der Sinn dahinter ist eigentlich, dass Studien gezeigt haben, frühere Studien, okay, Protein zusammen mit Zink erhöht die Bioverfügbarkeit. Also mehr Protein in der Nahrung erhöht die Bioverfügbarkeit von Zink, es wird mehr Zink aufgenommen. Dann hat man versucht, Zink an Aminosäuren zu binden, Glycin beispielsweise oder auch andere Aminosäuren, und hat dabei herausgefunden, dass die Absorption, die Bioverfügbarkeit besser ist. Und das liegt daran, dass das elementare Zink, was an die Peptide gebunden ist, auch durch die Peptidtransporter im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden können und nicht nur durch den Zinktransporter allein. Und außerdem ist die Stabilität gegenüber der Magensäure somit größer als bei inorganischen Formen wie beispielsweise Zinkoxid oder Zinkchlorid. Das sind übrigens auch die wesentlich günstigeren Zinkformen. Also wenn ihr das bei einigen Produkten seht, die kosten dann meistens auch weniger als unser Zinkstack, aber so gesehen bekommt ihr eben auch weniger, weil der Körper weniger damit anfangen kann. Genau, gerade das, was man in so in Drogerien bekommt, das sind meistens die günstigen Zinkformen, die sind aber auch viel schlechter von der Bioverfügbarkeit. Ja. Beim Zinkgluconat ist es so, da ist das Zink an Gluconsäure gebunden. Das ist strukturell sehr ähnlich den verdaubaren Kohlenhydraten, die wir so kennen. Und es ist nochmal ein bisschen anders von der Stabilität her, kommt aber auch sehr gut im Magen-Darm-Trakt an und wird sehr gut aufgenommen. Der Grund, der Hauptgrund, warum wir beide eingesetzt haben, ist, dass Zink besonders auf nüchternen Magen zu Übelkeit führen kann in hohen Dosierungen. Und die Kombination aus zwei Formen, die alle beide ein bisschen unterschiedlich von der Stabilität und von der Aufnahme sind, kann dann natürlich das Symptom der Übelkeit verringern und somit werden die einzelnen Zinkformen nochmal etwas besser aufgenommen. Ich würde aber dennoch immer empfehlen, Zink zu einer Mahlzeit zu nehmen, weil das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass einem übel wird, schon mal ungemein. Also ich würde es nie auf nüchternen Magen nehmen. Und wie gesagt, Protein erhöht die Bioverfügbarkeit von Zink. Allerdings, Phytate in Nahrungsmitteln senken die Bioverfügbarkeit von Zink. Phytate haben wir vor allem in Hülsenfrüchten, Haferflocken, Vollkorngetreide, sowas. Vielleicht eine Mahlzeit wählen, wo solche Nahrungsmittel weniger enthalten sind. Und deswegen hat sogar die DGE jetzt nachjustiert und hat den Zinkbedarf des Menschen am Tag auf die Phytataufnahme sozusagen abgestimmt. Das heißt, Menschen, die wenig Phytate aufnehmen, haben laut der DG einen geringeren Zinkbedarf über die Nahrung, weil sie mehr aufnehmen. Und Leute, die sehr viele pflanzliche Nahrungsmittel aufnehmen, zum Beispiel Veganer, Vegetarier oder Leute, die viel Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte essen, die sollten mehr Zink über die Nahrung aufnehmen. Und ich denke, viele von uns nehmen wirklich viel Haferflocken, Vollkorngetreide und sowas auf, einfach um ihren Kohlenhydratbedarf zu decken.
kommen wir dann auch zu den Bio-Enhancern, die wir eingesetzt haben, um das Ganze noch effektiver zu machen. Also generell sei erstmal gesagt, Vitamin C erhöht die Bioverfügbarkeit von Zink. Ja. Da wir beide Produkte aber gleichzeitig rausbringen, haben wir auf Vitamin C im Zinkprodukt verzichtet und haben stattdessen Vitamin B6 eingesetzt. Und warum? Vitamin B6 ist wichtig für die Bildung von Picolinsäure im Magen-Darm-Trakt aus der Aminosäure Tryptophan. Und Picolinsäure wiederum ist absolut notwendig, um das Zink aus dem Darm aufzunehmen. Studien an Nagetieren, ich weiß, Nagetiere, haben gezeigt, dass eine erhöhte Vitamin B6-Aufnahme auch über den Bedarf hinaus die Picolinsäureproduktion im Magen-Darm-Trakt steigert. Es sind natürlich Nagetierstudien, solche Versuche haben wir noch nicht am Menschen, aber wir haben uns gedacht, Vitamin B6 ist nicht teuer. Eine Überdosierung oder eine hohe Dosierung hat keine merklichen Schäden, zumindest nicht in den 10 Milligramm, die wir einsetzen. Und wenn es nur ein paar Prozentpunkte bringt, dann ist es absolut wert, trotzdem eingesetzt zu werden. Yes. Der zweite Bioenhancer, den wir schon im Galenicus drin haben, ist das Piperin. Piperin ist Extrakt aus dem schwarzen Pfeffer. Und der erhöht die Bioverfügbarkeit von ganz vielen Stoffen, gerade so Kräuterextrakten, aber auch Zink. Wir haben es auch im Vitamin C drin, weil Studien gezeigt haben, dass Piperin die Bioverfügbarkeit von beiden Stoffen erhöhen kann. So, jetzt haben wir euch erklärt, warum unser Zink in der Darreicherungsform ganz toll ist. Jetzt geht es natürlich noch darum, euch zu erklären, was kann eigentlich Zink genau? Da gibt es so relativ viele Mythen. Ja. Teilweise werden da auch sehr wilde Anekdoten von sehr wilden Dosierungsempfehlungen geistern da durch die Internetforen. Und wir möchten euch jetzt da einfach mal klarstellen, was kann Zink und vor allem, wie viel macht Sinn? Gerade im Bodybuilding und Kraftsport wird Zink so als das Allheilmittel gegen alle möglichen Nebenwirkungen von eines erhöhten Testosteronspiegels angepriesen und Dosierung von teilweise 100 Milligramm werden da angegeben, was 4 Kapseln von unserem Zinkstack am Tag wären. Aber das ist natürlich eigentlich Quatsch. Studien haben tatsächlich gezeigt, dass ein Zinkmangel, also wirklich ein klinischer Mangel, auch zu einem erniedrigten Testosteronspiegel führen kann, weil Zink eine wichtige Rolle in der natürlichen körpereigenen Produktion von Testosteron spielt. Und genauso ist es mit Östrogen bzw. Aromatase, das Enzym, welches Testosteron in Östrogen konvertiert, und DHT. Ein erniedrigter Zinkspiegel, das heißt wirklich unter dem, was eigentlich mit dem Bedarf abgedeckt werden sollte, der sorgt dafür, dass die Aktivität des Aromatase-Enzyms erhöht ist und auch die vom DHT. Das heißt, wenn wir einen Zinkmangel haben, kann es zu testosteronbedingten Nebenwirkungen führen, wie Akne, Haarausfall und so weiter. Depression. Ja. Einfach, weil die Aktivität dieser beiden Enzyme erhöht ist. Und wenn wir diesen Mangel ausgleichen, dann sind die wieder auf einem normalen Spiegel. Das bedeutet allerdings nicht, dass wenn ich Unmengen von Zink einnehme, meine Aromatase ins Null gedrückt wird und genauso beim DHT. Das ist vollkommener Quatsch. Das heißt, das Ziel beim Zusammenhang zwischen Zink, Testosteron und DHT und Östrogen ist es eigentlich, einen Mangel auszugleichen und sicherzustellen, dass wir keinen Mangel haben. Tatsächlich ist es so, dass Sportler einen erhöhten Zinkbedarf haben. Zum einen, weil wir mehr Zink verbrauchen durch zahlreiche Reaktionen im Körper, und zum anderen, weil wir mehr Zink ausscheiden über den Schweiß. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, eine normale Person hat einen Zinkbedarf von ungefähr 7 bis 11 Milligramm, natürlich abhängig von der Phytataufnahme, dann kann es sein, dass ein Sportler, ein hart trainierender Sportler, einen erhöhten Bedarf hat, den er dann natürlich durch die Nahrung oder halt auch durch Supplements abdecken muss. Man muss aber auch sagen, einen Mangel hat man eben echt nur bei einer sehr schlechten Ernährung. Richtig. Und ein Supplement ist ja immer dazu da, um den Optimalzustand darzustellen. Genau. Das heißt aber nicht, wenn man kein Supplement nimmt, dass man automatisch einen Mangel hat. Richtig. Und diese Extremdosierungen von teilweise 50 bis 100 Milligramm, vielleicht auch noch mehr, das ist vollkommener Quatsch, denn wenn man so viel Zink einnimmt, kann es zu einem Kupfermangel kommen, selbst wenn man genug Kupfer über die Nahrung aufnimmt, denn beide Elemente konkurrieren um dieselben Transporter im Darm, um die Aufnahme, und wenn viel mehr Zink als Kupfer zur Verfügung steht, dann geht natürlich Kupfer relativ leer aus und wird nicht aufgenommen. Und auch wenn Kupfer jetzt nichts ist, was man so regulär supplementiert, ist Kupfer trotzdem sehr wichtig für unsere antioxidative Kapazität, unser Immunsystem und auch andere wichtige Faktoren in unserem Körper.
Und wer öfter so einen metallenen Geschmack im Mund hat, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er vielleicht sein Zink einfach zu hoch dosiert. Ja, man kriegt das jetzt nicht so schnell, so einen metallenen Geschmack im Mund, aber das kann tatsächlich vorkommen. Das heißt, weniger ist manchmal mehr, zu wenig ist aber auch schlecht. Ja. Genau. Der wahre Grund oder einer der hauptsächlichen Gründe, warum man Zink einnehmen sollte und einen Mangel vorbeugen sollte, ist tatsächlich das Immunsystem. Denn wenn wir uns mal anschauen, viele Leute sind sehr infektanfällig, gerade auch Sportler, die extrem hart trainieren. Wir wissen, dass körperliche Aktivität senkt natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Infektes, einer Grippe, einer Erkältung, weil körperliche Aktivität das Immunsystem steigert. Wenn wir dann natürlich aber wieder in den Leistungsbereich gehen, dann steigt die Infektanfälligkeit wieder an und zwar auch deutlich über das, was ein Otto-Normalbürger hat, der sich überhaupt nicht bewegt. Was damit zu tun hat, dass gerade Sportler, die sehr hart trainieren, einem sehr erhöhten oxidativen Stress ausgesetzt sind, der das Immunsystem hemmt. Und da kann Zink eine Rolle spielen, diesen oxidativen Stress zu senken, das Immunsystem sozusagen zu unterstützen, um die Infektanfälligkeit zu senken. Und je weniger wir krank sind, desto mehr, öfter und länger können wir hart trainieren und somit entsprechend auch Fortschritte in unserem Training erzielen. Das heißt, man sollte Zink vielleicht eher als etwas sehen, was einen vor Trainingsausfällen schützt. Studien haben tatsächlich auch gezeigt, dass bei hart trainierenden Sportlern die Daueraufnahme von 25 Milligramm, also genau die Menge, die wir auch in unserem Zink-Stack haben, dazu führen kann, dass die Infektanfälligkeit reduziert. Also das heißt, dass man weniger oft krank wird. Und wenn dann doch Symptome auftreten, dann ist es so, dass die erhöhte Aufnahme von Zink auch über das, was wir Proportionen in unserem Zink-Stack enthalten haben, dazu führen kann, dass sich die Dauer und Schwere der Symptome bei einer Grippe oder Erkältung reduziert. Das heißt, wir werden einfach schneller wieder fit und können schneller wieder ans Eisen gehen und sozusagen Fortschritte erzielen. Aber auch da muss man natürlich dazu sagen, dass es jetzt nicht unendlich, was der Körper da aufnehmen kann. Richtig. Also da sollte man vielleicht dann maximal auf 50 bis 100 Milligramm hochgehen und das wirklich auch nur temporär und nicht jetzt irgendwie ganz monatlang. Genau. Ja. Richtig, denn wie wir schon angesprochen haben, Zink kann zu einem Kupfermangel führen. Ja. Und Zink ist auch kein Zaubermittel. Also es unterstützt nur. Ja. Natürlich muss die komplette Ernährung stimmen, die Regeneration muss stimmen und auch das sonstige Stressmanagement muss stimmen. Zink ist da nur ein kleiner Baustein, der einen Unterschied machen kann, aber es ist jetzt auch keine Bank, auf die man sich verlassen sollte. Genauso sieht es auch aus, wenn man Zink supplementiert und sich da eine bessere Haut erhofft. Auch Zink kann da nicht zaubern. Es trägt eben dazu bei, dass das Hautbild besser werden kann. Wenn ihr euch aber nur aus dem Mülleimer ernährt, dann wird das auch mit dem Zink nichts. Auch mit dem Zink-Stack kriegt man da nicht eine Haut wie ein Babypopo. Absolut. Was der Zink-Stack kann, das wisst ihr jetzt. Jetzt erklären wir euch noch, was unser Vitamin C kann und vor allem, wie es sich von anderen Vitamin C-Produkten unterscheidet. Übrigens ist so, dass fast alle Säugetiere Vitamin C selbst produzieren können, aber der Mensch nicht. Der Mensch und Meerschweinchen, die können es nicht. Mensch, Primaten, ja. Meerschweinchen und ansonsten fast jedes Tier selbst. Aber wir sind über eine exogene Zufuhr, also über die Nahrung, absolut angewiesen. Und wenn wir nicht genug Vitamin C aufnehmen, dann kommt es zur berühmten Mangelkrankheit Skorbut. Denn Vitamin C ist absolut notwendig für die Synthese von Kollagen, also Bindegewebseiweiß, welches wir nicht nur für unsere Zähne brauchen. Also bei Skorbut fallen als erstes die Zähne aus. Das ist so, so eine Seefahrerkrankheit war das früher. Aber es ist auch Haut, Sehnen und so weiter absolut notwendig. Ein wirklicher Mangel an Vitamin C ist allerdings relativ selten. Und zwar, weil viele Lebensmittel einfach Vitamin C enthalten. Vitamin C-Mangel oder eine leichte Unterversorgung, wenn wir von dem Bedarf ausgehen, den die DGE angibt, ist gar nicht so selten, aber wirklich ein klinischer Mangel, das heißt auch im Blut nachweisbar, ist tatsächlich relativ selten. Ob Sportler einen erhöhten Bedarf besitzen, das wissen wir noch nicht so ganz genau, da gab es jetzt keine Daten zu. Tatsächlich wissen wir aber, dass Raucher einen erhöhten Bedarf an Vitamin C haben und das liegt daran, dass sie einem höheren oxidativen Stress ausgesetzt sind. Der kommt durch den Zigarettenrauch zustande und wir wissen auch, dass Sportler, die extrem hart trainieren, auch einem erhöhten oxidativen Stress ausgesetzt sind. Einfach weil oxidativer Stress
die Moleküle dafür nennt man reaktive Spezies, also Sauerstoffspezies oder Stickstoffspezies. Natürlicherweise, wirklich ganz natürlicherweise beim Training bei jeder Muskelkontraktion entstehen. Und wenn das zu viel wird, dann wird die Trainingsleistung oder auch die Anpassung an das Training, Muskelaufbau, Kraftaufbau, wird gehemmt. Und deswegen ist das immer wichtig, da eine ganz gute Waage zu halten. Und da hilft uns Zink, aber auch Vitamin C. Generell ist ganz, ganz wichtig, was Vitamin C angeht. Das muss jeder so ein bisschen selber einschätzen, ob er das wirklich supplementieren muss oder nicht. Ich kann sagen, wenn man einen Lifestyle hat, der einfach generell stressig ist, man generell viel Stress ausgesetzt ist, dann kann eine hohe Vitamin-C-Gabe Sinn machen. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt nicht so viel Stress hat, dann braucht man auch nicht so viel Vitamin C. Völlig richtig, wobei Stress nicht nur bedeutet, dass man viel zu tun hat und gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht, sondern Stress bedeutet auch eine hohe Belastung mit Abgasen, wie gesagt, eine sehr hohe körperliche Aktivität. Natürlich psychischer Stress und natürlich auch zum Beispiel, wenn man sich verletzt, das ist auch körperlicher Stress, die Wundheilung und sowas, das bedarf alles Ressourcen, die der Körper natürlich, den Körper natürlich stressen. Bei Vitamin C ist es so, wenn ihr euch da auf dem Markt umguckt, da gibt es entweder die freie Ascorbinsäure oder das Calciumascorbat. Wir haben uns ganz bewusst fürs Calciumascorbat entschieden, weil wir dort einfach mehr Vorteile für Sportler sehen. Ganz genau. Also das Calciumascorbat ist ein bisschen teurer, da die Ascorbinsäure, so nennt man die natürliche Form des Vitamin Cs, da einfach nochmal an Calcium gebunden ist. Es ist ein Salz der Ascorbinsäure und hat den ganz besonderen Vorteil, dass es deutlich magenverträglicher ist. Wenn man Ascorbinsäure oder Vitamin C in sehr hohen Dosierungen aufnimmt, dann ist das eine sehr hohe Säurelast für den Magen, und Personen, die einen empfindlichen Magen haben oder wirklich extrem hohe Dosierungen aufnehmen, die können dann unter Magenschmerzen leiden. Und das ist halt relativ häufig sogar ein Symptom bei einer sehr hohen Vitamin C-Aufnahme über Nahrungsergänzungsmittel. Und wir haben Calciumascorbat eingesetzt, da, wie gesagt, die Ascorbinsäure da an Calcium gebunden ist und somit die Säurelast, die der Magen erfährt, deutlich geringer ist. Es wird dann erst später aufgespaltet und aufgenommen. Und deswegen ist es auch so, dass Calciumascorbat, die Ascorbinsäure darin, das Vitamin C, deutlich bioverfügbarer ist. Einfach, weil sie stabiler im Magen-Darm-Trakt ist und auch langsamer abgebaut wird. Das heißt, der Peak, den wir erreichen durch Calciumascorbat, ist höher. Wir nehmen mehr auf und er hält auch länger an. Das heißt, Studien haben gezeigt, dass nach 24 Stunden der Vitamin C-Spiegel nach der Aufnahme von Calciumascorbat höher ist als nach Ascorbinsäure. Und das deutet wirklich auf eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit hin. Aber wir haben natürlich zusätzlich noch Piperin wieder eingesetzt, da Studien gezeigt haben, auch dass Piperin die Bioverfügbarkeit, also einfach das, was wir rausholen können mit der eigenen Aufnahme und auch der Verarbeitung im Körper, nochmal steigert. Das heißt, wir haben wirklich versucht, hier wirklich das Optimum rauszuholen. Und das ist bei uns der Anspruch bei allen Produkten. Yes. Und das seht ihr auch, wenn ihr mal unsere Formulierung anguckt und marktübliche Formulierung. Also mir ist kein Produkt bekannt, das dieselbe Formulierung hat, wie wir sie haben. Genau. Unter dem, was rechtlich möglich ist, geben wir uns wie da wirklich, scheuen wir keine Kosten und Mühen. Das heißt, die Rohstoffe Calciumascorbat und Piperin sind natürlich teurer, als wenn man sich so ein Ascorbinsäure in der Apotheke, so ein Töpfchen kostet 2 €. Ja. Damit kommen wir hier natürlich absolut nicht weit. Wir haben hier das Optimum, was man in Deutschland machen kann, in unsere Vitamin-C-Kapseln gepackt. Genau. Wir haben in jeder Kapsel 900 Milligramm Calciumascorbat. Ja. Und das entspricht pro Kapsel 810 Milligramm reinem Vitamin C. Da könnt ihr euch auch mal am Markt umgucken, ob ihr viele Produkte findet, die ähnlich hoch dosiert sind wie unser Vitamin C. Ich glaube, so viele wird es da nicht geben. Es gibt sicherlich einige, die haben 100% Ascorbinsäure pro Kapsel, aber wie gesagt, es ist Ascorbinsäure, die dann im Endeffekt nicht so eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Und manchmal ist da einfach die Bioverfügbarkeit entscheidend, um mehr im Körper ankommen zu lassen. Wir haben ja jetzt ausführlich beim Zink erklärt, was das Zink kann, und ehrlich gesagt muss man sagen, beim Vitamin C sind die Benefits sehr ähnlich, weil es eben auch euer Immunsystem supportet. Daher unterscheidet sich das jetzt oftmals hier nicht komplett grundlegend.
Ähnlich wie beim Zink kann eine hohe Aufnahme von Vitamin C beim Eintritt der Symptome von Erkältung und Grippe dazu führen, dass die Dauer und Schwere reduziert ist. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die Zink und Vitamin C in Kombination bei diesem Parameter untersuchen. Ein bisschen anders als bei Zink ist es bei Vitamin C so, dass man da vorsorglich relativ wenig machen kann, beziehungsweise nur Sportler, die wirklich in Phasen sich befinden, wo ein wirklich stark erhöhter Stress durch das Training zustande kommt. Die können davon profitieren, Vitamin C einfach prophylaktisch aufzunehmen, die meisten anderen eher weniger, sondern nur, wenn wirklich die Symptome dann auftreten, um sie zu reduzieren und dann schneller wieder ans Eisen gehen zu können und dann schneller wieder Erfolge feiern zu können. Kommen wir zur Kapsel an sich. Auch da haben wir uns etwas dabei gedacht. Ihr kennt das vielleicht von relativ vielen Herstellern. Die haben gefärbte Kapseln, meistens weiß, rot, schwarz etc. Und wir wollten ehrlich gesagt auch gefärbte Kapseln verwenden, weil es halt cool aussieht. Allerdings ist dieser Farbstoff Titandioxid. Und da ist es so, dass es da Studien gibt, die besagen, dass wenn man dieses Titandioxid über die Atemwege zu sich nimmt, dass es dann krebserregend sein kann. Und in Frankreich ist es beispielsweise so, dass es verboten ist, gefärbte Kapseln zu verwenden. Deswegen haben wir vorsorglich unsere Kapseln transparent gemacht. Das ist nicht ganz so spektakulär, sieht dann auch nicht ganz so cool aus, wie ich es gerne gehabt hätte. Am liebsten wäre mir eigentlich so eine schwarze Kapsel mit so einem kleinen weißen Helm drauf, aber machen wir eben nicht, aus gesundheitlichen Gründen. Außerdem ganz, ganz wichtig, unsere Kapseln sind vegan und so gesehen kann sie wirklich auch jeder verwenden. Genau, und wie gesagt, über die orale Aufnahme ist bis jetzt noch nicht bekannt, ob es krebserregend ist. Die Studien kommen erst dieses Jahr, aber einfach um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir gesagt, keine gefärbten Kapseln, einfach safe sein. Für uns und natürlich auch euch, damit wir da kein Risiko eingehen. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns wirklich was einfallen lassen, wie man so Basic-Produkte nochmal optimieren kann. Und ich würde auch sagen, das ist uns bis hierhin sehr, sehr gut gelungen. Was natürlich ganz wichtig zu sagen ist, weder unser Vitamin C noch unser Zink sind irgendwie Zaubermittel. Wenn ihr krank seid, wenn ihr krank werdet, können auch die nicht zaubern. Generell, damit man ein gutes Immunsystem hat, ist es eben entscheidend, wie ist der Lebensstil, wie ernährt man sich, was hat man für Stress etc. etc. Es sind eben ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Man kann sagen, mit unseren Produkten, da könnt ihr auf jeden Fall euer Immunsystem supporten. Sehr sinnvoll, ihr könnt ja selber den Vergleich machen. Wie sind unsere Produkte aufgebaut? Wie sind Produkte von Marktbegleitern aufgebaut? Und dann könnt ihr selber die Entscheidung treffen, was macht für euch mehr Sinn? Und vor allem auch in der Dosierung. Auch hier ist es so, das muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen. Wie immer findet ihr unten in der Infobox den Link zu unserem Shop. Im Shop ist auch noch mal eine sehr, sehr detaillierte Produktbeschreibung zu diesen beiden Produkten. Wir haben dort beispielsweise auch aufgezeigt, wie viel von einem bestimmten Lebensmittel ihr zu euch nehmen müsstet, um so viel Zink oder Vitamin C zu euch zu nehmen, wie wir es hier in unseren Produkten enthalten haben. Ganz wichtig ist mir wie immer, dass ihr uns gerne ein Feedback da lasst. Super gerne auch ein kritisches Feedback. Haben wir auch beim Galenicus schon so gesagt. Denn davon leben wir und das macht ja die Produkte besser. Genau. Ihr habt es beim Galenicus gesehen. Das, was ihr zu kritisieren hattet, haben wir auch direkt bei der zweiten Charge ausgebessert. Ich denke einfach, wenn wir da alle zusammenarbeiten, dann haben wir am Ende die geilsten Produkte. Und darum geht es ja, weil mit den geilsten Produkten kriegt man den geilsten Körper, ist gesund und hat das geilste Leben. Absolut. Darum geht das alles hier. In diesem Sinne, Freunde, lasst uns gerne ein Feedback da. Wir sind erstmal raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.